Hallo Michelle. Was ist los? Ich bin seine ganze Familie. Er ist allein. Wo ist diese Stadt? Im Mauvent. Meine Nichte Alexandra, die mich in der Klinik ablösen wird. Was ist das für ein Spiel, Michelle? Du bist zu jung für eine Tierärztin. Ich bin keine. Ich bin Forscherin. Nicolas, ich bin der Partner deines Onkels. 5 Jahre. Seit 5 Jahren suche ich Ersatz. 40 Kilometer in jede Richtung. Allein habe ich keine Chance. Und dies ist nicht mein Traum. Du kannst gern da weiter rumstehen, aber das ist schon so ziemlich der Höhepunkt der Hauptverkehrszeit, weißt du? Ist sie 12 oder was? Sie war die Beste in ihrem Jahrgang. Er ist depressiv, ihr Hund. Depressiv? Wie kannst du sowas sagen? Verrückte Idee, Frauen als Tierarzt. 80% der Veterinärstudenten sind weiblich. Dann sitzen wir aber tief in der Scheiße. Jawohl! Wenn das Altwerden eine Krankheit wäre, dann würde sie mich beim nächsten Hexenschuss einliefern. Was soll das? Wer ist der Nächste? Ich? Oh nein, ich habe genug Zeit. Weil ich es leid bin, immer deinen Mist zu reparieren. Nein, ich schaff das nicht, das ist... Du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Wo ist meine Praktikantin? Was liegt heute an? Nähen? Eingipsen? Defibrilliert? Dieser Beruf ist nicht einfach. Kein Prestige, keine Bezahlung. Wir behandeln ihre Gefährten, ihre Lebensgrundlage, ihren Ersatz für Kinder und verlorene Ehepartner. Also hören wir ihnen zu, beruhigen sie. Ich bin kein Psychiater. Doch, das ist Teil der Arbeit hier. Fühlt sich das immer so an? Leben zu retten? Bleib hier und find es heraus.